An den Iden des März alles neu beim BVT, unter anderem auch der Name. Fortan wird es die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste und das Ganze laut Innenminister Nehammer und der grünen Clubobfrau Sigrid Maurer soll auch transparenter werden. Man habe die Opposition eingebunden, verlautbaren beide heute, und von voller Transparenz sei auch alleine deshalb schon zu sprechen, weil es hier ein eigenes Kontrollgremium geben soll. Das kann nur einmal bestellt werden, also all jene, die in diesem Gremium sind, die können nur einmal dort teilnehmen. Es gibt zudem das Verbot, hier auch politisch tätig zu sein. Es soll eine Cooling-off-Phase geben, auch für ehemalige Politiker, und Akteneinsicht sollen diejenigen auch bekommen. Beim BVT neu, also auch mit dem neuen Namen, dieses Direktorium, das soll auch zweigeteilt werden. Auf der einen Seite die klassische Polizeiarbeit, auf der anderen Seite dann aber auch die klassische Arbeit eines Geheimdienstes. Kritik hat es im Vorfeld schon gegeben, beispielsweise von der SPÖ, die gemeint hat, naja, so richtig ist hier die Zweiteilung nicht gegeben. Man befürchtet sich dennoch eine Parteibuchwirtschaft. Es wird ja auch einen Direktor oder eine Direktorin geben. Wer das ist, ist noch nicht klar. Das Ganze wird noch ermittelt und auch ein neuer Standort steht im Raum, möglicherweise die Kaserne in Meidling.